Der D-Day ist jetzt 7 Wochen her. Wir brechen aus der Normandie aus und drängen ins Landesinnere vor, um Marigny zu sichern. So kontrollieren wir die Straßen und pflügen quer durch Frankreich nach Paris. Die Befreiung steht bevor. Die Jungs und ich, wir schlagen uns ganz gut. Nicht gut genug für Pearson, aber was soll's. Wer weiß, Schatz. Vielleicht kehre ich Weihnachten schon heim zu dir mit ein paar Medaillen auf der Brust. Aber zuerst erobern wir Marigny. Schmeling gegen Lamotta. Schmeling würde Lamotta K.O. schlagen. Niemals. Und Schmeling ist ein Nazi. Ich würde ihn einfach abknallen. Ja, die benutzen ihn doch bloß. Er hatte keine Wahl. Wir alle haben die Wahl. Also Nietzsche sagte, es gibt nur Staaten. Genug davon, okay. Was ist mit Lewis gegen Sugar Ray Robinson? Meinst du Lewis 1938? Robinson gewinnt ganz klar. Hey! Sehen, wer wieder hier ist. Ich dachte, du hast noch eine Woche. Ja, ich hab gehört, ein paar echt harte Typen stehen kurz vor Marigny. Wenn der Plan aufgeht, sind wir bis Weihnachten zu Hause. Steh nicht so rum, zeig her. Na gut. Nicht übel, was? Oh. Ach, gibt Schlimmeres. Schön, dass Sie wieder da sind, Private. Ich freue mich auch, Sir. Okay, Männer. Die Gelegenheit ist günstig. Wir starten einen Ausbruch aus der Normandie. Das wird nicht leicht. Die Hecken werden stark verteidigt und es gibt Meldungen von deutschen Panzern in der Nähe. Aber wenn wir Marigny einnehmen und sichern, kommen wir hier raus. Und wenn Sassman selbst ein Messer im Bauch nicht aufhält, hält uns auch kein Deutscher auf. Das Glück ist mit den Siegern, Sir. Für Turner ist unser Schutz von höchster Wichtigkeit. Abmarsch! Warum kommt einem der Krieg immer in die Quere? Okay, erstes Platoon, wir rücken ab! Na los, na los! Liga, die ganze Nacht in Ordnung. Nichts mehr für uns übrig sein. Hey. So eine Wunde ist erst in 8 Wochen verheilt. Bin bereit, Sergeant. Sie haben mein Wort. Oh, Ihr Wort, ja? Das ist einen feuchten Dreck wert. Das geht Ihnen gut, hä? Huh? Hab mich noch nie besser gefühlt, Sir. In Ordnung, Private. Kratzen Sie nur bitte nicht ab. Panzer unterwegs! Gut festhalten! Wird eine harte Fahrt! Ist ja ganz was Neues. Ich denke, Pearson mag dich! Wie ein Tiger den Hirsch mag. Na los, na los! Unterm Strich hältst du tapfer durch. Und was ist mit dir? Ich konnte euch doch nicht den Spaß überlassen. Spaß ist unter Pearson nicht erlaubt. Weißt du, wieso er dich immer so triezt? Passerin-Pass. Hab meinen Freund verloren. Ja, brachte ihm Artikel 15 und eine Degradierung. Da musste so streng sein. Seine Männer haben bezahlt. Die Mission war ein Reinfall, ein Massaker. Die Nazis waren gnadenlos. Wir haben nur überlebt, weil sie keine Zeit hatten, den Westausgang zu versiegeln. Ich hab wegen dem alten Mistkerl fast alles verloren. Turner ist noch nicht drüber weg. Er war es auch, der ihn angeschwärzt hat. Aber Pearson denkt, wenn ihr ein Musterplatoon werdet, wird das gestrichen. Wir sind also eine Streichkolonne. Ja, langsam kommt ihr Schluss. Und deshalb wird er niemals aufgeben. Er tötet, um's zu entfernen. Hey, wisst ihr, was ich will? Gescheit futtern. Du hast gerade gefuttert. Scheiß auf, Toast zählt nicht. Hey. Wie wär's mit Barbecue, hä? Wir hatten keine Chance. Was wär's da mit dem offenen Sarg? Das ist jemandes Sohn. Nur ein Deutscher. Daniels hat recht. Die sind nicht alle böse. Von da kommen auch Kepler, Mozart. Die aufregen. Marlene Dietrich. Klingt gleich interessant. Nicht zu vergessen ihre Erfindungen. Die Druckerpresse, Elektronenmikroskop. Frankfurter. Ihr macht mich fertig. Hört ihr das? Es kommt hierher! Bleibt in Stukas! Mierda! Weg vom Panzer!
Panzer! Runter von der Straße! Wir umkreisen sie! Los! Wir müssen unsere Schöne beschützen. Das ist Blattfeuer, was wir da hören. Wir müssen eine ihrer Kanonen einnehmen und diese Stukas runterholen. MGs in der Scheune! Scheiße! Alle runter! Rücke vor! Wir gehen ausschalten! Markieren Sie links und rechts! Los, los, los! Deutsche Truppen! Direkt voraus! Er verlässt die Deckung! Feuer öffnen! Come on.
sicher! Voraus! Scheune ist sicher! Auf die Felder! Wir müssen zu unseren Panzern stoßen! Verteilen! Ziel auf 9 Uhr! Sie kommen in unsere Richtung! Ihr verlässt die Deckung! Feuer! Mehr Munition, Daniels! Ziel auf 11 Uhr! Rüber damit! Bitte sehr! Feindaktivität voraus! Hier ist Munition, Private. Ich brauche Munition, Sir. Das ist für Sie, Private. Gewehre bereit machen! Da ist die Flak! Zentral! Er geht runter!
Noch nicht! 3 Uhr! Ziel zerstört! Das waren alle. Gut gemacht, Daniels. Hey, das ist Perez. Hey, Perez. Alles okay? Meine Kumpel Mills hat's in einem Hinterhalt erwischt. Aber das haben sie bezahlt. Die Stellungen sind durch Parks geschützt. Wir müssen uns darum kümmern. Okay. Pearson, führen Sie ein Schützenteam durch die Plantage und suchen Sie einen Übersichtspunkt. Schwächen Sie die Parks. Ich leite den Angriff mit Perez. Ja, Sir. Daniel, Jasmine, Sie kommen mit. Na los. Perez sagte Pack 38er, oder? Was sind das für Dinge? Deutsche Artillerie. Panzerkiller. Hast du das Memo nicht gelesen? Was sollen wir denn gegen Panzerkiller ausrichten? Das habe ich mich auch gefragt. Eine von unseren. P-47. Verdammt. Wäre ich nur schneller an der Flak gewesen. Mach dich nicht fertig. Das sind Zivilisten. Das ist ein Kriegsverbrechen. Sag bloß. Hier rüber! Hier ist dein Aussichtspunkt. Wir kämpfen hier gegen Nazis. Feldstecher raus! Das sind Perez und die Jungs. Wir fahren direkt in die Hölle. Wir müssen die Packschützen ausschalten. Alle Mann, Feuer! Ich sehe 2 Packs. Daniels, schalte die Mannschaften aus! Nehmen Sie das Scharfschützengewehr, Daniels! Wo sind Sie, Sergeant? Alles sicher! Eine weitere feindliche Stellung hinter den Hecken! Hinter den Panzern sammeln! Setzen wir diese Rhinos sinnvoll ein! Alle Panzer vorwärts! MP42! Hinter den Panzern rein! Hinter den Panzern ist Rettung! Da laufen Deutsche aus den Gräben!
leer! Lade nach! Ja. Hab ihn erwischt! Ah. Nachhut! Beeilung! Schnapp dir ein Gewehr mit Zielfernrohr und schalte diese Pumpe aus! Ich sehe drei Pumps! Schieß auf die Munition! Lieutenant! Still! Offizier anwesend! Okay, zuhören! Charlie-Kompanie wird nahe der Kirche angegriffen. Sie brauchen Munition und Feuerkraft. Schicken Sie einen Trupp los! Sir, wir sind schon ausgedünnt. Es geht noch dünner! Ja, Sir. Scheiße! Wir können die Jeeps nehmen, aber wir brauchen Panzerunterstützung. Das ist der Plan. Perez! Pearson folgt Ihnen mit dem Trupp. Geht nicht. Wir haben Befehle von Collins. Wir gehen mit der 11. nach Westen. Verdammt nochmal. Den Jungs, da läuft die Zeit davon. Ihr macht es allein. Nehmt die Jeeps und los. Schnell! Alles klar. Dann mal los. Charlie hat Scheiße am Arsch und wir haben das Papier. Na los! Wo geht's nach Marigny? Folge dieser Straße, es ist das übernächste Dorf. Steile Kurve voraus, sachte! Die Straße gabelt sich da vorne. Achtet auf fliehende Deutsche! Sie laufen genau auf die Straßenkompanie zu. Wir müssen vor ihnen da sein. Fahr links! Übernehme das MG! Bin dran! Freundliche Jeeps! Halt nicht mehr lange durch! Ja, die Zelt auf uns!
nicht! Das ist eine Öffnung! Festhalten! 20 und Truppen auf der nächsten Seite! Direkt voraus! Schalt ihn auf! Sind fast da! Festhalten! Es bringt mich um. Sieh mir jetzt nicht weich, Murphy. Danke fürs pünktliche Erscheinen. Danken Sie, Captain Davis. Das war sein Befehl. Okay. Die Sonne geht bald unter. Sie kriegen eine Atempause. Verzeihung, Sergeant. Ja. Die halbe deutsche Armee ist auf der anderen Seite der Gebäude. Sollten wir vielleicht einen besseren Platz suchen für einen Perimeter? Sicher, Private. Vielleicht ein nettes Zimmer im Ritz? Sir. Er hat nur Angst. Vielleicht sollten Sie sich um Ihre Probleme kümmern. Ihre Seite sieht verdammt beschissen aus. Mir geht's ganz toll, Sergeant. Daniels, passen Sie auf ihn auf. Nur Stolz ist gefährlicher als ein Feind im Gebüsch. Ausruhen, Männer! Marigny bei Sonnenaufgang! Ich kann nicht glauben, dass ich wieder an Sussmans Seite stehe. Er schlägt sich gut, wenn man bedenkt, dass wir uns gerade meilenweit durch Wälle gekämpft haben. Man sollte meinen, dass Pearson Rücksicht auf ihn nehmen würde. Falsch gedacht.